waren so Phasen dabei, auch in der ersten Hälfte schon, wo die unseren 16er komplett überlaufen haben. Also das, Ja, ich aber um finde diese das halt Situation geht's ja so nicht. pauschal zu sagen, wir müssen, ja, schon, ja, schon irgendwie. Also ich kann aber aus Stürmersicht sagen, wenn unser Gegner hoch steht und wir einfach die Dinger hoch über den Gegner rüberlupfen können, damit Michael aufs Tor alleine zuläuft oder wer auch immer, wir freuen uns immer. Das ist für uns so einfach. Und wenn die tief stehen und uns auf den Füßen stehen im Strafraum und wir quasi mit unserer eigenen Technik da was reißen müssen, tun wir es immer schwer. Macht er gut. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Da guck ich auch, was von der Kugel kommt Mannschaft. was an. Die Kugel ist weg. Ja, musst du Günni und der Blattfuß näher an den Gegnern sein. Können Sie jetzt klären? Das ist ja jetzt dann die Schön. Diskussion, wie tief willst du dann bei sowas stehen jetzt? Weil wenn wir als Abwehr dann tiefer stehen, dann entstehen halt andere Löcher. Nein, entstehen nicht. Haben wir doch schon so oft darüber gesprochen. Dann muss natürlich die ganze Mannschaft tief verstehen. Es geht ja Diese nicht nur um die Kugel wird Abwehrkette. jetzt. Es geht ja natürlich um die ganze Mannschaft. Da gibt der ZOM einen zweiten Aber wenn es zu ZDM. leicht Dann ist, stehen den die Ball zu Stürmer spielen. defensiver und helfen mit. Nein. Aber. Aber ob das gemacht werden soll oder nicht, das weiß ich nicht. Sollte halt kein Stürmer ansagen. Ja, guter Pass. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Sehr schönes Schön. Ding. Schön. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da klären Sie erstmal. Ja. Dann kann man jetzt anfangen, tiefer zu stehen. Nein. Ach. Richtig. Ich will ein Tor machen. Ja, starker Pass. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ja, gibt Ecke. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Die Ecke kann er abwehren. Wir sind auch viel zu nervös beim Verteidigen. Ballgewinn, gefährliche Oh. Position. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da können Sie klären. Das fängt beim Dennis auf der Daneben. Linie schon an. Körperlich zu schwach. Hey, warum? Weil es wirkt alles so nervös. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Der Günni kriegt Schnappatmung, sobald er. Jetzt lässt er Nee, den stimmt nicht Fuß. wahr. Ich bin die Ruhe selber. Ja, nee, das Gefühl habe ich nicht. Klasse Pass! Der Angriff könnte was werden. Oh, schade. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Sie können den Ball abfangen. Chance jetzt zur Flanke. Ein Stück raus, Stück raus. Gefährliches Anspiel. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Oh. Schade. Alle Seiten diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Aber ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Ball Schön. flach. Schön. Ach, ich Oh. direkt auf Arnie rüber. Ja, geht gut dazwischen. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Tja, Ball wieder weg. Da müssen Sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Die Wolves hatten in der letzten Viertelstunde mehr Ballbesitz. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Sie könnten jetzt flanken. Der Volley! Boah! Ich habe ihn natürlich da kommen sehen, Die habe dann absichtlich auf den Silhouette gespielt, nicht auf aufgefallen, Michael. hat sich selbst verschaut. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gut dazwischengegangen im eigenen 16er. Genau, klären darüber. Ecke Ich bin jetzt abgewehrt. nach vorne gedrückt. Ja, aber das ist dann, da stehen wir dann wieder zu
Köln. Unterschiedlich hoch. Viel Platz für den Konter jetzt. Oh. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ah, shit. Jetzt können Sie es machen. Schön. Was für eine Szene. Was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Doch, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch. Was für eine Bewegung, ey. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Ja, reicht jetzt. Das ist jetzt natürlich schon. Komisch, beim Arni klappt es immer, dass sie laufen. Bereits in der ersten Hälfte. Wir gehen meistens schon rein ins Menü und wollen rausgehen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, dass der nach vorne gezählt war, sag ich auch nicht. Da war ich kurz überrascht. Ja, der war auch gezählt, oder? Also auf den Lichtflügchen. Dann passt doch auch. Ach. Sie holen sich den Ball. Das ist natürlich ein guter Pass. Das macht er nochmal gut. Den Ball hat er. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Nein. Das war einfach nicht. Schön, wie sie da ihr Passspiel aufziehen. Flanke jetzt. Super. Oh, schade. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja. Gebt jetzt Einwurf. Es gibt die Abstoß. Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Hier geht also nicht mehr. Oh, boah. Ob das wirklich nochmal spannend wird. Für den Moment steht es hier 3:0. Oh, eine Frage von der Abwehr. Wer spielt denn mit dem Backtaste hinten noch? Ja, eine ganz klare Sache. Oder ich guck dir euch das ganze Spiel an. Bleiben, dann sind sie heute nicht zu schlagen. Im normalen Kameramodus. Das ist unterschiedlich. Ich mache das für die Zukunft. Ich gucke mir nicht das Spiel an. Ich gucke mir nur mich selbst an. Ich bin so egoistisch und geil. Ich kann das gar nicht anders in der Abwehr. Sonst würde ich mich gar nicht so positionieren können, wo ich zu stehen habe. Das funktioniert zwar nicht immer. Besser als wenn ich dir komplett gucke. Mal den schönsten Spieler mir angucken und das bin leider ich. Der schönste okay, Spieler steht im Tor, also Ruhe. Aber wenn der Ball vorne ist, habe ich manchmal das Gefühl, wir haben Tag der offenen Tür. Ja, aber es ist ja leider so, dass es Leute bei uns in der Abwehr gibt, die schauen halt, haben das halt auf den Ball gestellt und. Dementsprechend stehen wir dann halt so manchmal. Es tagt schon auch was darüber gesprochen, aber wir kriegen die Leute nicht überzeugt. Ist ja nicht immer so, aber manchmal. Dafür haben wir noch nicht gesprochen. Du siehst ja, ist ein heikles Thema, da die entsprechenden Leute sagen dann nicht was dazu. Trauen sich nicht. Macht ja auch keiner an. Kommt jetzt die Flanke rein? Nein. Also ich gucke mir die ganze Zeit das ganze Spiel an. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, also ich habe die Kamera auf den Ball gerichtet. Ich kann das nicht anders. Ich schalte hin und her. Und runter. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Dann geht man. Oh, der Theo, mobst du mit dem.
Ja, das ist aber so ein Ding, dass wir das kriegen wir nicht hin, uns darüber einig zu werden, wie hoch oder wie tief wir mit der Linie verschieben. Egal, ob wir einzeln vorn liegen oder sonst was. Wir stehen immer unterschiedlich hoch. Das hat natürlich auch mit der Kamera zu tun, aber es ist halt auch viel, ja, weiß ich nicht, unterschiedliche Verständnis darüber, wer wo zu stehen hat und wann, wie und wieso. Wir sehen das frühe Pressing. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Franzani spielt doch raus, hat doch Platz. Die Wolves haben die Nase vorn beim Ballbesitz und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Oh, schade. Gut abgeblockt. Links aus der Flanke. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. So, hinten. Ballverlust. Warum dreht er sich denn erst nach hinten, statt ihn direkt zu spielen? Aha. Da ist die Flanke. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kurs einer gelben Karte. Das war jetzt ein Foul zu viel. Es gibt gelb. Ja, eben. Nicht sein erstes heute. Der Name ist auch eine Qual für jeden Kommentator. Geht mich nur an, kannst auch ruhig flanken, ne? Natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Jetzt, wo wir da große Leute haben. Schön. Ganz energisch. Nee, Ding ist ja noch da. Ja, wie heißt er? Der lange, Kauser. Der Plattfuß. Oh, schön. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Nee. Also am Anfang war er vollkommen frei und dann haben sich die Leute zu ihm orientiert. Müsste dann entweder schneller oder dann nicht mehr dahin. Macht er gut. Ich wollte eigentlich Richtung Pucki, aber. Ah, Pucki ist zu klein, zu dumm. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Oha! Bekommt den Ball technisch stark. Ich drück nach links und dann. Komm. Gute Aktion, gut geklärt. Ja, oder? Schön. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh, schade. Er geht in den Strafraum. Oh, schade. Das war nix. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Schön. Der Ballverlust. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter.
Hast du die Katzen reingeholt? Ja, Ball ist weg und die Katzen ist vertan. Volles Risiko! Was für ein Reflex! Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Kurz ausgeführt. Oh, sorry. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Oh, was ein Ball. Sie holt sich den Ball. Der Ball ist weg. Schade. Jetzt einen Gegenangriff. Ja, scheiße. Zuspiel kommt näher. Da wäre der Platz, um zu flanken. Schön, diesen Ball ablocken. Das ist der Schlüssel. Das war's. Oh, gewonnen. Der hat das heute super gemacht. War perfekt eingestellt und konnten diese Partie jeder. Komm, ich hab doch noch auf Level 16 heute. Ist ja ein Träumchen. Aussicht, Aufstieg, das ist ja der helle Wahnsinn.